Hey Leute, der Henry wieder am Start. Diesmal mit keinem neuen Part zu Perfect Platin, sondern es ist diesmal ein ganz besonderes Video. Wie ihr schon am Titel bemerkt habt, das ist ein Review zu dem besonderen Event Arceus, das man sich ab heute runterladen kann in den verschiedenen GameStop-Filialen. Ich habe es auch hier getan. Ich habe es in dieser Edition noch nicht abgeholt. Ich habe insgesamt 4 Stück runtergeladen auf die 4 verschiedenen Editionen, die ich habe. Das ist diesmal ein ganz anderer Spielstand. Scheiß ja hier nicht Henry. Ich hoffe, das Arceus erhalten. Schauen wir mal schnell in den Status rein. Level 100 OT Machina. Ich weiß gar nicht, wozu der Name steht. Das Wesen ist forscht diesmal. Das ist ganz variabel. Also es kann auch andere Wesen haben. Eine schicksalshafte Begegnung mit Level 100. Die Werte sind, glaube ich, überall gleich. Oder Quatsch, kann nicht sein, weil durch den anderen Wesen hat es natürlich auch andere Werte. Die Attacken sind gleich: Urteilskraft, Zeitminderung, Raumschlag und Schemenkraft. Der Glanz dieses Astes ist ganz niedrig, also ihr müsst es mit Knochen füttern, damit ihr das überhaupt in den Wettbewerben einsetzen könnt. Hier nochmal die Wirkungen der Attacken im Wettbewerben. Ein Band, ein klassisches Band, das hat fast jedes Event-Pokémon. Ja. Hier noch ein Shaman, aber das ist falsche Taste. Das macht das eigentlich nicht das Video hier aus. Ja, jetzt muss ich mal was gucken. Wir wollen es mal in den Kampf einsetzen. Muss ich mal gucken, ob ich einen Kampfhand habe. Habe ich. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass überhaupt die Trainer hier überhaupt kämpfen wollen. Und ich möchte am besten nicht gegen wilde Pokémon antreten. Deshalb müsste ich hier mal Schutz einsetzen mit den allen Items, die ich hier habe. Weil ich habe diesen Spielstand überhaupt nur runtergeladen. Also ist hier kein Wunder, dass der alles hier so mit vollen Items gemacht wurde. Boah Mann, ich muss irgendwie gucken, wie ich das mit den Tasten hier geregelt bekomme. Also, Kampfwander einsetzen. Epic Fail, da will ich kämpfen. Ich pausiere mal das Video und gucke mal, ob jemand kämpfen möchte. So, jetzt habe eigentlich einen Trainer gefunden, der gegen mein Arceus kämpfen möchte. By the way, es ist einfach nur ein ganz normaler Testkampf. Ich will mal gucken, wie dieses Arceus so drauf ist. Wird dabei eigentlich kein großes Problem sein. Es trägt keine Platte. Und wie wir sehen können, das ist in einen Jubelball gefangen, wie fast wie ein geschehenes Event-Pokémon mittlerweile. Setzen wir eine Attacke ein. Ich würde mal sagen, Urteilskraft, das ist die Spezialattacke von Arceus. Kein Wunder, sogar Volltreffer, aber egal, es wird trotzdem besiegt. Naja, seht ihr auch mal, wie man Arceus in den Kampf einsetzen könnt. Und, by the way, dieses Arceus ist auch dazu da, um Hard Gold und Soul Silver dieses Event freischalten zu können, damit man sich an Dialga, Palkia oder Giratina auf Level 1 holen kann. Also, ladet es euch runter, solange ihr es auch könnt, ist es noch bis 9. April downloadbar, soweit ich weiß. In allen GameStop-Filialen, in der Videobeschreibung tue ich euch noch einen ausführlichen Bericht hinschreiben, wo man noch so dieses Arceus runterladen kann. Weil nur 50% aller GameStop-Filialen in Deutschland tun dieses Arceus anbieten. Darunter sind noch einige in Österreich dabei. Tatsächlicherweise. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung, dann schaut ihr mal, ob Flash statt dabei ist. Wenn ja, dann geht hin und ladet euch das Arceus runter. Wie ich das gemacht habe, ist es ganz einfach, wie ich es getan habe, mal zur Theke hingehen und nachfragen, ob man sich das Arceus runterladen kann. Und dann holt er sich den DS raus, tut das Modul in seinem DS rein und dann schickt er euch das Arceus einfach auf eure Spielkarte rüber. Und dann geht ihr einfach in den Pokémon-Markt und ihr habt Arceus. So, das war's für dieses Mal, Leute. Und viel Spaß beim Runterladen von Arceus. Tschüss, Leute.